Der SC Potsdam gewinnt den Volleyball-Klassiker der Frauen gegen den Dresdner SC mit 3:0 in Sätzen. Zu Beginn ist es vor allem der DSC, der mit seiner jungen Mannschaft Potsdam vor Probleme stellt. Gutes Aufschlags und ein variables Angriffsspiel macht den Brandenburgern zu schaffen. Dresden früh mit 6:1 in Front. Potsdam bis dahin nur mit einer Niederlage in der Saison, 10 Siege aus 11 Spielen, kämpft sich trotz dünner Spielerdecke zurück. Dresden jetzt mit zu vielen Angriffsfehlern und Potsdam eiskalt. 25:22 im ersten Durchgang. Auch im zweiten Satz geht es spannend zu im Spitzenspiel. Lange spektakuläre Ballwechsel, weil die Blockarbeit und die Defensivaktionen beider Mannschaften richtig stark sind. Nächste überragende Abwehrarbeit. Und immer noch Hammer. Jetzt ist die Chance da. Das geht immer noch weiter, was ein Ballwechsel. Jetzt ist die Chance für Dresden da. Auch der zweite Satz geht mit 25:22 an Potsdam. Der SCP immer einen Tick cleverer, in den entscheidenden Momenten besser als der DSC. Auch den dritten Satz gewinnt schließlich das Team aus Potsdam mit 25:21. Das war auf jeden Fall nicht einfach. Wir müssen dafür kämpfen. Ich glaube, am Anfang von jedem Satz waren wir ein bisschen hinten. Aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir uns jeden Satz wieder zurückgekämpft haben und am Ende 3:0 gewonnen. Ein verdienter Sieg für den SC Potsdam, auch wenn der 3:0-Erfolg deutlicher aussieht, als es das Spiel war.